Der Frühling, ganz besonders Ostern, ist die Zeit, in der Kaninchen so richtig im Mittelpunkt stehen. Deswegen besuchen wir einen Kleintierzuchtverein in Wiesbaden-Freudenberg, um etwas mehr über die Kuscheltiere zu erfahren. Die Ställe, die sind jetzt schon leer geräumt und sauber. Nein, müssen noch ausgespritzt werden. Und dann kommen wieder die Roste rein, die Bretter, damit die Junge dann nachher hier draußen kommen. Wie unterscheidet sich ein Kaninchen von einem Hasen? Der Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen ist der, dass Hasen ausschließlich in freier Wildbahn leben. Es ist auch unmöglich, Hasen im Stall zu leben, da sie viel zu aktiv sind. Sie rennen sich praktisch im Stall tot. Des Weiteren ist der Hase langgezogener und schlanker, eleganter mit großen Ohren. Und das Kaninchen ist kürzer, gedrungener und blöckischer im Körperbau. Was fressen Kaninchen am liebsten? Die Kaninchen fressen alles Grüne, Gras, Futterpflanzen, Karotten, vor allen Dingen Heu und Kaninchenfutter in Pelletform, gewisse Getreidearten, Mineralien und Vitamine und das in einem Pellet gepresst. Und wie alt werden die Kuscheltiere? Kaninchen können bis zu 10, 11 Jahre alt werden, werden aber in der Regel so um die 7 Jahre.